Jo, wenn ihr günstige Unlock-All-Accounts oder Account-Boost sucht, erster Link in der Videobeschreibung, gibt's für alle Plattformen da was, also schaut's vorbei. Jo Leute, ich zeige euch im Hintergrund gerade meinen neuen Money Job. Wenn ihr diesen Money Job beitretet, werdet ihr da erst einmal da spawnen und diesen Geldsäcke am Boden sehen. Den müsst ihr jetzt einfach ignorieren, auf dieses Schild aufsteigen. So, einfach auf in die Brücke und ihr werdet sehen, ihr kriegt auf einmal 10.000 GTA-Dollar in der Millisekunde. Und das hört erst auf, sobald ihr diesen Job übers Handy, über der Jobliste abbrecht. Also wirklich heftiger Job. Alles, was ihr tun müsst, um in diesen Job einzukommen, ist meinen Discord-Server beitreten, Link ist in der Videobeschreibung, und mir auf Instagram und YouTube abonnieren. Und dann schreibt ihr mir halt über Discord oder YouTube an wegen diesem Job. Und ja, dann schaut euch gerne das Gameplay vom Job noch bis zum Ende an. Und das war's dann wieder. Ihr kennt's ja, wenn ihr noch Hand, sobald ihr das Geld kriegt, kennt ihr dann auch das Geld am Boden aufsammeln. Und ja, das war's dann. Viel Spaß mit dem Glitch. Jo Leute, herzlich willkommen zu einem erneuten Money Glitch auf meinem Kanal. Heute habe ich einen Money Glitch für euch, bei dem ihr einfach so 10 Millionen Dollar erhaltet, wenn ihr ihn einmal ausführt. Also ihr führt diesen Glitch einmal aus und erhaltet 10 Millionen GTA-Dollar. Diesen Glitch könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt einen Tag damit verbringen, einfach euch dauerhaft 10 Millionen GTA-Dollar zu glitchen. Und dieser Glitch ist 100% Bann- und Reset-sicher. Das heißt, ihr könnt euch damit so viel Geld holen, wie ihr wollt. Und GTA wird euch niemals dafür Geld abziehen und auch niemals dafür bannen. Ja, deswegen nutzt diesen Glitch auf jeden Fall aus. Macht diesen Glitch noch. Macht auf jeden Fall jeden Schritt eins zu eins gleich noch, wie ihr das in meinem Video macht. Dann wird er auch hundertprozentig bei euch funktionieren. Deswegen, er hat beim ersten Mal nicht funktioniert, Leute. Dann gebt es nicht auf, sondern schaut mein Video einfach nochmal. Oder probiert es einfach zeitgleich zu machen, also dass ihr mein Video anschaut, da weil ihr selbst die Schritte ausführt. Und ja, deswegen werde ich so wenig wie möglich auscutten, dass ihr auch zeitgleich mitkommt mit diesem Glitch. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir auch direkt an mit dem Glitch. So, als erstes für diesen Glitch müsst ihr einmal im Interaktionsmenü zu Markierungen ausblenden, müsst ihr Jobs einblenden. Also Jobs müssen auf einige einblenden sein, sodass überall auf der Karte diese blauen Punkte sind. Wenn überall auf der Map bei euch diese blauen Punkte sind, dann können wir auch direkt mit diesem Glitch anfangen. So, weil am Anfang von diesem Glitch müsst ihr mal zu irgendeinem random Ammunition hingehen, also zu einem Waffenladen hingehen, und müsst dort jetzt einmal den Besitzer dort oder den Verkäufer halt töten und müsst dann eine gehen. Wenn ihr drinnen seid, werdet ihr sehen, es ist dort eine Kasse. Wenn ihr gegen diese Kasse dort schießt, kriegt ihr irgendwie bei die 70 Dollar. Das macht ihr jetzt einfach einmal. So. Und danach ruft sie am besten Lester an oder fahrt einfach weg. So, nehmt jetzt irgendeine Waffen hin und dann tötet ihr den einfach. So, wenn er direkt bei euch tot ist, schießt halt ein paar Mal öfter drauf. So, wenn er jetzt gestorben ist, schaut er wirklich, dass er hin ist, weil sonst steht er auf und killt euch einfach. Wenn jetzt gegen die Kasse schießt, wird kein Geld rausgekommen. Ihr könnt jetzt durchlaufen und es wird einfach kein Geld da sein. So, aber wenn jetzt gegen die Kasse schießt und durchlauft, wird Geld drinnen sein. Und danach ihr da Geld eingesammelt hat, wird auf einmal da hinten auch Geld sein, sobald ihr da hinten durchlauft. So, als nächstes müsst ihr jetzt einmal erinnern, ein bisschen umschießen, dass ihr so circa 100 Schüsse da herinnen einfach verballert. Das heißt, schießt da einfach so lang, bis ihr ca. 100 Schüsse da herinnen verschossen habt. Und ihr jetzt sehen, ihr werdet jetzt keine Polizei kriegen, wenn ihr das macht. So, ihr habt jetzt ca. 100 Schüsse verbraucht.
Danach geht sie wieder in euer Fahrzeug. Wenn ihr Polizei kriegt, ist wichtig, ihr müsst Lester anrufen, aber erst danach ihr geschossen habt. So, als nächsten Schritt müsst ihr jetzt einfach mal ein bisschen wegfahren von diesen Ammunition. So, danach müsst ihr zum Helikopter-Landeplatz. Der ist da unten. Also der Helikopter-Landeplatz ist an dieser Location. Dort müsst ihr jetzt einmal umfahren. Derweil ihr umfahrt, könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schauen. Dort ist mein Discord-Server verlinkt. Tretet jetzt da auf jeden Fall bei, wenn ihr Hilfe beim Glitch braucht oder den Money-Job haben wollt. So, und auf jeden Fall folgt mir gerne auf Instagram. Dort hast du waysect.official. Link ist auch in der Videobeschreibung. So. Und abonniert sehr gerne meinen Kanal, abonniert die Glocke und tut sehr gerne Benachrichtigung von der Glocke auf alle. Und wenn ihr nicht alle Videos haben wollt, dann tut die Benachrichtigung auf personalisiert. Dann kriegt ihr nur GTA-Glitches. So, ja, auf jeden Fall fahrt ihr jetzt einmal da einer. Jetzt müsst ihr in einen Helikopter einsteigen, der da spawnt. Wenn kein Helikopter bei euch spawnt, müsst ihr einfach ein bisschen wegfahren und dann wieder zu dieser Location hinfahren. So, jetzt müsst ihr erst, bevor ihr in den Helikopter einsteigt, müsst ihr da hinten, ist auch so ein Fass. Auf das müsst ihr schießen, so dass da Flammen rauskommen. Und dann werdet ihr sehen, es wird da irgendwann explodieren. Und sobald es explodiert, dürft ihr jetzt erst in den Helikopter einsteigen. So, wenn ihr jetzt mit dem Helikopter fliegt, fliegt ihr einfach ein bisschen in die Luft, sodass ihr fast auf maximale Höhe seid. Das heißt, ihr müsst jetzt wirklich hochfliegen. Und wenn ihr dann hochfliegt, müsst ihr mal auf die Map gehen und einen Shop starten. Das, was wir vorher eingeblendet haben, falls ihr es vergessen habt einzublenden, geht es jetzt da Wally auf und fliegt einfach ins Interaktionsmenü, geht es auf Markierungen ausblenden und dort schauen, dass da alles auf angezeigt ist, also dass wirklich alles auf Anzeigen ist. Und nicht auf ausblenden. So, wenn ihr circa in der Höhe seid, also über den höchsten Gebäude in der Map, geht es jetzt einfach auf die Map. So, jetzt müsst ihr zu diesem Job hingehen. Jetzt drückt ihr, wenn ihr auf der Xbox seid, X. Wenn ihr auf der PS4 seid, drückt ihr jetzt Viereck und am PC drückt ihr jetzt Leertaste und dann könnt ihr diesen Job einfach von da aus starten. So, wenn so bei euch steht, müsst ihr die Runde einfach hosten, so, dass ihr das Ganze einfach hostet, so. Jetzt geht es auf Einstellungen bestätigen, geht es auf Spielen und startet das Ganze einmal. Wenn ihr startet, müsst ihr das übers Handy gleich wieder verlassen und zwar beim zweiten Checkpoint. So, geht es jetzt auf Fortfahren und tut es bereit zum Spielen. So, als nächstes geht es jetzt einfach zum zweiten Checkpoint hin. Also wenn ihr Pfeiltaste nach unten drückt, seht ihr dann auch, bei welchem Checkpoint ihr seid. Ich bin jetzt bei Checkpoint 1, also seht ihr da unten bei Kontrollpunkte. So, und da geht es jetzt auf jeden Fall zum zweiten hin. Wenn ihr im zweiten seid, geht es aufs Handy, geht es auf Jobliste und Job verlassen. So, und wenn ihr dann aus diesem Job rauskommt, werdet ihr sehen, ihr kriegt einfach so 10 Millionen GTA-Dollar. Und ich mache jetzt keinen Cut eine, das heißt, ihr müsst eigentlich mehr gelabern und ein bisschen anhören. Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, macht den Glitch nach. Lohnt sich wirklich. Macht den Glitch so oft ihr wollt. Also wenn ihr den Glitch einmal abgeschlossen habt, könnt ihr eben einfach ein zweites Mal machen. Und ja, dann würde ich sagen, zack, 10 Millionen GTA-Dollar.